Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Wir sind hier auf diesem schönen Hügel und schauen gerade dem Zug zu, wie er in die Ortschaft da reinfährt. Weil wir müssen da jetzt auch wieder hin. Wir laufen da jetzt einfach straight hin. Schauen wir mal. Kriegen wir Damage? Oh. Sogar gar nicht mal wenig. Warte mal, wir haben irgendwo ein Inventar. Nee, das ist ein Journal. Inventar, wo war das? Dann nicht ausruhen. Alter, wo war mein blödes Inventar? Bin ich doof? EF. Ich hab die. Ah, welche Taste war das jetzt? Irgendwas sollte uns hier Leben geben. Arznei. Nee, nee. Nehmen wir doch so mal was trinken. Wundertrunk. Asche, B ist es. Ha, wusste ich doch. Mit Essen kann ich aber auch gleich mein Leben halten, oder? Kann das sein? Mein Leben ist immer noch verdammt tief unten. Das ist nicht so geholfen, wie ich eigentlich gehofft habe. Irgendwas, was einfach das Leben hochbringt. Sehniges Fleisch, komm, das essen wir jetzt. Das gibt mir schon mal ein bisschen. Dann brauche ich nochmal irgendein Fleisch. Da wird doch bestimmt noch was hier. Jetzt habe ich wieder ein gutes Leben. Ich sollte mir mal mehr Essen machen. Ich vergesse jedes Mal, mehr Essen zu machen. So ein bisschen sporteln, weil das ganze Zeit das Pferd laufen lassen, ne? Ja, ich weiß. Man soll sich auch mal bewegen. Ist gut. Plus 20 Ausdauer. Nice. Oh, wird's gerade Tag? Lol, das sah grad. Das sah so witzig aus, wie einfach das Ding da hinzukommen ist. Das wäre ein weirder Sound, mein Freund. Nochmal plus 20 Energie. So, und hier irgendwo. Hallo. Ja, ja. Ja. Okay, settle down there. I saw it over here, boys. Okay. I'd listen to this man if I was you. Warning you. Get the hell out of here. Ja, ja, ja. Alter, what the fuck? Alter, fuck! Die Kutsche! Die Kutsche! Bleib da! Alter, hey, ich bin weit weg! Lasst mich! Wie konnte ich mein Pferd rufen? Ah, da ist der Ölkasten. Hi. Geil, wir haben den Ölwagen. Das muss ich herausfinden, wo zur Hölle ich hin muss. Es hat unerwartet gut funktioniert. Wo soll ich den blöden Wagen hinbringen? Da runter. Gut, dann fahren wir so. Schauen wir mal, wie gut die Kutsche fahren kann, oder?
ob Ölwagen mehr Geld bringen, wenn wir die beim Kutschenhändler weggeben. Oh, mein Leben heilt sich wieder. Also, es war ehrlich unerwartet. Ich dachte, die Kutsche. War die Kutsche nicht in dem Gebiet drin? Nächstes Mal nicht einfach Dynamit mit und spreng da alles weg. Vielleicht auch nicht eine gute Idee, wenn da Öl ist. Also, solange ich kein Kopfgeld habe, ist ja noch alles gut. Ja, ja, ihr werdet nachher released. Keine Sorge, ihr seid nachher wieder Wildpferde. Also, ich muss schon lassen, das schaut richtig cool aus, das Game. Hat schönes Feeling, es hat echt gutes Feeling. Hüppe, Leute, hüppe. Auf in die wilden Weiten. Wo sollen wir eigentlich mit der blöden Kutsche jetzt hin? Ich fahr jetzt mal nicht Offroad, weil ansonsten, ich kenne mich, fahre ich irgendwo hin und es ist kaputt. Oh, da ist schönes Essen rein, theoretisch. Aber warte mal, stopp, wir müssen da lang. Wie war das mit nicht Offroad? Wo zum Frick soll ich damit hin? Piep, piep, piep. Das piep. Mein Pferd auch so, okay, ja, ja, kein Problem, wir machen Rückwärtsgang rein. Ich soll zu der Hütte da? Also hier abstellen, okay. Ah, guck, ich stehe da, perfekt. Das sind schöne Pferdchen. Yeah. Warum nimmt man nie das Geschirr ab? Lass doch ein Pferd nicht frei mit Geschirr. Jetzt habe ich einen Wagen da. Oh ja, natürlich Bronzemedaille. Das war jetzt nicht unbedingt wie geplant, denke ich mal. Ich glaube, das da oben ist nicht unser Zielplatz. Kann das sein? So, was ist das hier? Das ist ein Stall. Okay, wo zum... Jetzt muss ich wieder zurück. Ölvergießen Teil 3 schon? Junge, wo bist du? Da ist mein kleiner Freund. Hey! Na? Erstmal gibt's was Schönes zum Essen, komm. Ah, nee, nee. Aufhören. Ich wollte füttern. Warte mal, das war führen. Achso, ich war nicht nah genug dran. Da ist der Abstand auch wieder wohl komisch. Da kann er doch einfach hingehen, rein theoretisch automatisch, oder? Oder ist es einfach zum Schutz, dass du nicht aus Versehen falsches Tier fütterst? Dear boy, good boy. Dann steigen wir mal rauf. Gehen aufs Kärtchen. Alter, wir sind jetzt relativ weit unterwegs gewesen, ne? Okay, da ist jetzt nicht so weit. Aber wir sind halt doch über. Großteil unserer bekannten Karte gehüpft. Okay, doch nicht. Ist wurscht, wir können weiter. Wir müssen uns irgendwann ein neues Essen machen. Wir sollten nochmal Tiere jagen und die ganzen braten.
Und ich würde mir auch gern irgendwann mal ein neues Pferd dann gönnen. Ich fände so ein Kaltblut relativ cool. Ich glaube, die sollten relativ gewieft gegen alles sein, was wir machen müssen. Aber und darauf. Da sind auch ein paar schöne Pferdchen. Hallo. Ah, das Spiel hat schon Sachen, die machen andere Spiele um einiges schlechter. Ah, natürlich steht Rockstar dahinter, da ist viel Gehole dabei. Was ich halt, es gibt Sachen halt, die auch wieder, sagen wir mal, im Online-Modus, den müssen es noch lernen zu machen, finde ich persönlich. Ich fand den GTA, also finde immer noch GTA Online zum Beispiel extrem Geld, wie soll man sagen, geldgierig würde ich es nennen, den Online-Modus. In dem Sinne von, dass du so viel Geld für manchen Blödsinn brauchst, dass du halt fast schon gezwungen bist, wenn du nicht ewig viel Zeit hast für das Game, echt Geld zu investieren, was ich absolut nicht unterstütze. Vor allem, wenn es ein Full-Paid-Game ist. Wie es jetzt ja zum Beispiel bei GTA ist. GTA Online kriegst du ja normalerweise... Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash, are you quite certain you're not a spy? Wer ist das jetzt? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. What are you doing? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me, because unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. An so ein Dino kann ich mich nicht erinnern. Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. Okay. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Okay. And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Okay, 30 Saurierknochen muss ich finden. Ich habe mir schon überlegt, die Kutsche zu klauen und zu verkaufen. Aber okay. Kann man auch so machen? Oh, da sind Schienen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da ist Feuer. Das heißt eigentlich, dass ich schon daheim bin. Ich bin zurück. Hallo. Ich muss mich mal um die Vorräte kümmern. Lagerkasse $87. Pferd anbinden. Ich mag mein Pferd. Das war mal, ist gleich sogar noch immer mein Anfang gegangen, Pferd, aber es ist mir einfach... Ain't you cold? Wieso? Hallo, ich habe einen Mantel an. Oh, okay. Da war irgendwie die Physik mal kurz ade. Ich bin mal gespannt, was er jetzt uns zu sagen hat zu Ölvergießen Nummer 3.
John? John? Get off. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. I fell and broke my poor knob, sir. I don't need watch this right now. Was picked from my fob, sir. Okay, das war wunderbar. Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie geil. Wo läuft der jetzt hin? Der hat einen Jumper an. And shut the alehouse door. Morning, Mr. Morgan. Morgan. That's where they tell us. He's all my deepest condolences. Jolly good fellows. And mine to you. I swear. Wo hat der den Alkohol überhaupt her? Der macht doch nichts. I'll never get drunk anymore. Mr. Strauss. Jetzt ist einfach aufgehört, okay? Na gut, Leute, aber das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann, glaube ich, halt zu dem Ölvergießen aufmachen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.